Die Falle ist gestellt. Okay, Darius. Wo bist du denn, mein Guter? 1000 Meter. Die Falle, genau. Bewegung. Also wollen wir mal versuchen, ob wir der Helotin helfen können, ne? Ist doch so, oder? Und dann finden wir etwas über das neue Ordensmitglied heraus. Oder vielleicht über den Chef, wo er sich versteckt. Aber wahrscheinlich erstmal rantasten, schätze ich. Wo reiten wir überhaupt hin? Zeig mal her, wo es uns hin verschlägt. Bis da hoch. Ja, okay. Da könnten wir natürlich auch eine Schnellreise machen. Aber die paar Meter können wir auch mal kurz... Ne, wir waren jetzt gerade so lang auf hoher See. Hey. Da können wir auch jetzt mal ein bisschen reiten. Ja. Können wir uns mal ein wenig die Beine vertreten? Indem wir sitzenderweise reiten. Wahrscheinlich trainiert es da nur die Arschbacken. Los, weiter. Komm. Ich sehe schon mein Ziel. Können wir da durch oder ist das nicht so gut? Bewegung, weg da! Na doch, hier. Hier können wir durch. Wo hält er sich denn auf, der Darius? Was macht er denn hier? Komm schon. Oh, der hätte nicht hier vorne gleich mal stehen können. Versteckt er sich wieder sonst wo? Okay. Dann wollen wir ihm mal ein bisschen was berichten. Wo steckt er denn? Hallo. Oh, muss der sich da überall verstecken? Oder schläft der oder was? Mach mal das Licht hier. Was hat er denn hier? Darius Notizen über den Kult. Der Kult des Kosmos agiert in Messenien und zwar als Verbündeter des Ordens. Bei Amorges Einfluss in der griechischen Welt war das zu erwarten. Natakas war immer bestürzt über die Existenz einer weiteren Verschwörung, so weit von zu Hause entfernt. Doch ich war nicht überrascht. Unabhängig von der Religion oder Heimat wird es immer jene geben, die die Welt beherrschen wollen. Es wird immer Tyrannen geben. Na gut. Dann hallo. Wir haben den Orden geschwächt. Was nun? Nun beginnen wir mit dem nächsten Schritt des Plans. Wir kümmern uns im Schutz der Nacht um den Orden. Ich muss mit dem Athener Feldherrn sprechen. Ich kehre zum Holzfällerlager zurück, um unsere nächsten Schritte vorzubereiten. Was machst du denn hier, Kind? Ich habe eine Nachricht für dich, Adlerfrau. Ein Mann mit einer Maske hat sie mir gegeben. Ein Mann mit Maske? Triff mich bei den Gräbern in Appia. Was hat der Orden nur vor? Geheimnisvoller Brief. Adlerfrau, Verdorbene. Du hast dir deinen Weg durch Messenien freigekämpft. Das ist nicht unbemerkt geblieben. Bald wird es soweit sein, dass wir die Klingen kreuzen. Oh, alle Hinweise entdeckt, stand da gerade. Ja, komm. Bevor es soweit ist, möchte ich offen reden. Es gibt so viel, was ich über die Person hinter der Legende der Adlerfrau erfahren möchte. Ich vermute, dass du auch viel über mich erfahren willst. Kann ich dich zu einem respektvollen Austausch verleiten, für die Nachwelt und um einen alten Mann bei Laune zu halten? Triff mich bei den Gräbern in Aipea, der Bote. Okay, ältesten Hinweis, Narius Notiz.
Geheimnisvoller Brief, ja. In Aipea war doch auch die Geschichte mit Rhoda. Lass uns mal ins Kultistenmenü gehen. Hier, ein 9. 5 von 5. Er ist Chronist des Ordens, er ist ein geschickter Diplomat. Er versucht, die Pläne des Ordens für die griechische Welt voranzubringen. Er wird auch der Bote genannt und er heißt Gergis. Na, dann enthüllen wir ihn mal. Der kleinste Zweifel kann das größte Selbstbewusstsein zerstören. Und wir alle zweifeln. Ja, Gergis, der Bote. Orden der Herrschaft. Die besten Siege waren jene, die ohne Kampf errungen wurden. Und Gergis Gabe war es, durch Überzeugung zu gewinnen. Er konnte Leute dazu bringen, gegen ihre eigenen Interessen zu handeln und es für ihre eigene Idee zu halten. Amorges erkannte sein Talent und brachte ihn als Persiens respektiertesten Diplomaten in den Orden. Nachdem er jahrelang zusehen musste, wie sich sein geliebtes Land im Würgegriff gedankenloser Politik befand, war es ein leichtes, Gergis zu überzeugen. Tja, Gergis. Dann treffen wir mal den Verfasser des mysteriösen Briefs. Und wollen ihm mal ein paar Geheimnisse entlocken und er möchte mehr über uns wissen. Da bin ich gespannt, was er uns zu erzählen hat. Der Gergilein. Wie sieht's? Ah, da sieht's gut aus. Unser Kopfgeld ist natürlich wieder angewachsen. Da müssten wir erstmal den Staat hier stürzen, damit wir das wieder abbauen können. Kommen wir hier mal raus? Hier. Na, spring doch. Spring einfach. Ja, einfach springen. Was ist denn hier, ein Friedhof? Oder eine Falle? Adlerfrau, sei gegrüßt. Du hast meine Nachricht bekommen. Es überrascht mich, dass ich noch lebe. Das könnte sich ändern. Voreilig. Kein Grund, voreilig zu sein, Adlerfrau. Erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Gergis. Ich bin der letzte Magier des Ordens. Ich wollte dich gerne treffen, Cassandra. Darf ich dich so nennen? Nenn mich nicht Cassandra, nenn mich, wie du willst. Es ist mir egal, wie du mich nennst. Selbstbewusst, das gefällt mir. Gib mir einen guten Grund, deine Kehle nicht zu durchbohren. Wo ist Amorges? Und wo ist mein Sohn? Ich habe die Antworten, die du suchst, Cassandra. Ich weiß, was ihr nachher geschah, in dem Dorf namens Dime. Dime? Was weißt du? Sag es mir! Ich war dort. Die Dinge sind nie so, wie sie scheinen. Deine Realität wird durch deine Wahrnehmung begrenzt. Reite mit mir. Ich wollte mich schon lange mit dir austauschen. Ich zeige dir, wie schön unsere Welt sein kann. Sollen wir? Eine falsche Bewegung. Ich verstehe. Eher lang. Wohin bringst du mich? Ja. An einen hübschen Ort. Ich will mehr über dich erfahren. Ich traue dir nicht. Ich verfolge deine Reise schon, seit sie begann. Tatsächlich habe ich einiges über dich geschrieben. Einige meiner beliebtesten Werke handeln von der Adlerfrau. Außerdem hörte ich natürlich von dir, von unseren Freunden. Vom Kult? Ich hätte nicht gedacht, dass die Freunde haben. Dann Verbündete, wenn dir das lieber ist. Mhm. Ja, erzähl mir noch was, Junge. Sonst... Tschuck, ich hätte ihn bestimmt auch leicht weghauen können, ne? Ich müsste das vielleicht gar nicht machen. Aber vielleicht lässt er sich nicht weghauen. Ich habe viele Geschichten geschrieben, die du in der ganzen griechischen Welt finden kannst. Ich verbreite die Kunde unserer Heldentaten. Heldentaten? So nennst du den Mord an Unschuldigen und das Niederbrennen ganzer Dörfer? Eine eingeschränkte Sicht. Der Orden sieht das große Ganze. Wir streben nicht nach flüchtigem Frieden. Unsere Arbeit ist ewig. Malaka. Der Baum sah gut aus da.
Der sah echt gut aus. Der gefällt mir. Na gut. Ja, wir gehen ja weiter. Komm. Kannst du deine Geschichte weiterspinnen? Sieh dich um. So viel Potenzial. Du wirst dich fragen, warum wir dich jagen. Eure Toten haben es mir verraten. Du bist eine Naturgewalt, Cassandra. Hast du bemerkt, dass die Gefahr von dir angezogen wird? Die Geier von einem Schlachtfeld? Wir können dir einfach nicht erlauben, zu existieren. Ihr würdet jemanden wegen seines Blutes töten? Ihr widert mich an. Wir sind nicht der Feind. Hast du dich mal selbst betrachtet? In unseren Augen bist du die Manifestation des Aufruhrs. Du störst den Frieden. Urteile nicht so schnell, Cassandra. Es gibt viele Perspektiven. Das ist Quatsch. Die haben einfach unseren Sohn entführt. Unseren Mann getötet. Wir wollten ein friedliches Leben führen. Nee. Den bringe ich. Ihr Verderben. Wir sind da. Oh, was für eine Aussicht. Messenien. Eine wahre Schönheit, nicht wahr? Komm zur Sache. Ich weiß, was in Dime passiert ist, wie Natakas starb. Bist du stark genug, die Wahrheit zu hören? Was ist passiert? Ich will alles wissen. Wir sahen an diesem Tag niemanden am Strand. Kein Natakas, kein Kind. Sie waren entkommen. Zumindest dachten wir das, bis wir ein Wimmern hörten. Es kam aus einem Schiffswrack an der Küste. Es war das leise, aber unverwechselbare Wimmern eines Kindes. Elpidius. Es gab kein Entkommen. Natakas versuchte, sich zu wehren, doch er hatte keine Chance. Das Kind war alles, was blieb. Ich finde Amorges. Sicher erwartet er, dass du es versuchst. Was willst du von mir? Unsere Geschichten werden von einigen wenigen geschrieben, die die Macht haben, sie zu formen. Es geschieht nicht jeden Tag, dass ich mit jemandem wie dir sprechen kann. Nichts ist absolut, Cassandra. Nicht einmal die Verdorbenen. Du bist Feuer, du hast das Potenzial zu zerstören, aber auch zu wärmen und Licht ins Dunkel zu bringen. Diese Wärme wolltet ihr vernichten. Menschen sterben, Cassandra. Irgendwann werden wir alle vergessen. Wir verblassen wie ein ferner Traum. An unsere Taten allerdings, wenn sie Bedeutung hatten, wird man sich erinnern. Sag mir, wofür willst du in Erinnerung bleiben? Schwierig. Für Mitgefühl, Tapferkeit, Skrupellosigkeit oder Tod. Eigentlich für den Tod, weil wir so wie tot, aber in Erinnerung möchte ich da nicht bleiben. Nee, für Mitgefühl auf jeden Fall. Ich will in Erinnerung bleiben als eine, die Menschen in Not half. Erhellend. Welch wunderbarer Einblick. Danke. Und nun müssen wir uns trennen. Die Frage ist, lässt du mich mit dem Leben davonkommen? Wir werden ihn bestimmt wiedersehen, aber wir lassen ihn erstmal gehen. Geh, bevor ich es mir anders überlege. Dein Sohn, Elpidius, er ist in Sicherheit. So viel kann ich dir sagen. Es war mir eine Freude, Cassandra. Unsere nächste Begegnung wird sicherlich die letzte sein. Natakas, Elpidie, es tut mir leid. Ja, wir werden auf jeden Fall wiedersehen. Der letzte Magier. Und, kommt gleich eine neue Quest? Rauch und Wut. Können wir die gleich verfolgen oder ist die schon? Ah, die ist schon aktiv. Okay, die 1500 Meter können wir bestimmt mal schnell reisen. Wo ist das? Da oben. Na, dann machen wir eine Schnellreise. Komm. Und da sind wir.
Wir treffen jetzt Dareus. Wo? Da unten. Wo ist er denn? Ja, gerade eben. Ach, da hinten. Ja, jetzt. Jetzt haben wir's. Oh, da rutscht sie runter. Cool. Ja, schöner zu. Ja, und spring. Los geht's. Ja, unser Pferd ist wieder mal nicht das schnellste. Und wo ist es denn? Da. Da sind wir schneller. Okay. Im Laufen als dieses Pferd im Reiten. Unglaublich. Komm. Dareus. Er ist immer noch hier, oder? Ist das jetzt woanders? Der Dari. Klettern wir mal. Oh, das ist schön. Oh, das Holz könnte ich gebrauchen. Das Holz könnte ich gebrauchen. Kommen wir hier irgendwie rein? Nee. Müssen wir wieder hier. Hä? Wo steckt der denn schon wieder? Mann. Dass er sich immer da verstecken muss. Kann er uns nicht mal schon vor der Tür erwarten? Ach, da. So. Danke. Ach so, hier. Danke. Na, ist ja gut. Dareus? So sieht man sich wieder, Adlerfrau. Gut, du bist zurück. Setzen wir unseren Plan in die Tat um. Wir werden mehrere Feuer legen. Der Rauch wird die Heloten dazu zwingen, zu fliehen und am Morgeswachen von der Mine weglocken. Den Feind direkt ins Herz treffen und dabei unschuldige Leben, soweit es geht, verschonen. Ein weiser Plan. Ich werde dafür sorgen, dass meine Leute den Rest des Gebiets abdecken. Was ist passiert? Ja, ich weiß, was mit Natakas geschah. Natakas starb, weil er Elpidios beschützte. Ein Ordensmitglied wollte mich treffen. Er war da, Dareus. Sie hatten Natakas im Schiffswrack gefunden. Er versuchte, gegen sie zu kämpfen. Das gehörte Natakas. Ich hatte keine Gelegenheit. Ich hatte es ganz vergessen. Er ist tot. Er ist wirklich tot. Und er kommt niemals zurück. Ja, ich werde Natakas nie vergessen. Ich werde ihn nie vergessen, Dareus. Ich vermisse ihn. So sehr. Er fehlt mir so. Wir haben Zeit zu trauern, wenn das vorbei ist. Immerhin wissen wir jetzt, dass Elpidios lebt. Holen wir ihn zurück. Wenn Amorgis hier ist, muss Elpidios auch hier sein. Sobald wir anfangen, gibt es kein Zurück. Sie werden alles gegen uns aufbieten, was sie haben. Tun wir es. Zeit anzugreifen. Es könnte uns alles kosten. Ich kenne den Preis. Das schöne Holz. Es brennt! Verschwindet hier! Was zum...
suchen wir den Jungen. Auf geht's. So, die Soldaten ausschalten, die sich dem Holzfäller Lager nähern. Na los, dann gehen wir es an. Hol mal erstmal den da drüben, der sich so nähert. Und? Komm hier. Und drauf. Hey. Na komm dran hier, nicht schon wieder saufen. So, siehst du? Dann noch kurz, dass die nicht uns hinterherlaufen, oder? Laufen die uns hinterher, wenn wir sie nicht... Das kann sein, hey. Nicht mit mir, Freunde. So. Dann schnappen wir uns das... Eisen hat sie dabei. Na gut, dann den nächsten. Ja, das macht doch nichts, hä? Ich will doch hinüber zu dem Typen da. So, komm hier mal auf ihn rauf. Kommen noch ein paar ran, dass sich's lohnt. Ja, da sind noch ein paar. Dann lohnt sich's gleich. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Dann noch hier ein bisschen ruf. Kommt ihr ran? Nur damit es sich lohnt, ihr wisst schon, ne? Und ich bin immerhin erst 96. Ich muss noch ein paar XP holen. Bis auf 99 zu kommen. Wie sind denn? Ach, hier ist der Söldner. Mist. Da ist der Söldner. Okay, der bleibt an uns natürlich dran. Oh, 3 Söldner haben wir jetzt schon. 3 Söldner. Mist. Die Fähigkeit war noch nicht aufgeladen. Die, was ist das? Die Pfeilfeste? Die, da juckt es alles nicht hier. Oh ja, siehst du? Okay, jetzt sicher den. Und dann drauf. Nein, falsche Seite. Mann, Mist. Jetzt, immer noch nicht. Komm, jetzt. Ja, das war gut. Und dann nochmal hier drauf. Sodale. Oh, da ist der nächste schon. Mist. Mist, da ist schon der nächste. Das war gut. Das war auch ganz gut. Okay. Kommt ran. Ja, wenn du so weit ausholen musst, dann ist das dein Problem. Dann ist das dein Problem. Hey. Mist, 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 Mist. Jetzt... War's das aber mit dir? Endlich vorbei. Oh, noch ein Söldner. Mann. Mann, lasst mich doch in Ruhe. Wann kommt ihr? Hä, warum bleiben die da hinten stehen? Okay, jetzt ja nicht. So, Freunde. Das war's mit dir. Na dann. Hau ich auf dich auch noch ein paar Mal drauf. Komm. Los. So, und dann war's das auch mit dir. Kyrillus, der Nette. Hier ist niemand nett. Wo ist denn jetzt... Da hinten ist der Soldat. Haben wir wieder gut Erfahrungspunkte gesammelt. Sehr gut. Aber hier ist schon sehr, sehr nebelig. Hätte er es hier mittendrin, ne?
Nee, ne? Er ist hier draußen. Wo bin ich? Aus, verdammte Flammen! Mist. Ja, ich will ja hier, aber es geht nicht. Mann, wo steckt er sich denn? Na, geh doch mal runter. Kämpfen die? Hä, ist der wirklich mitten? Ah, hier steht er. Persischer Soldat, komm. War's das mit dir? So, mit Darius können wir wieder quatschen. Hey, Jungs. Ja, ist ja gut. Na, dann müssen wir die hier noch ein bisschen besänftigen, bevor wir mit Darius reden können. Und so machen wir das nämlich. Unser Sanfthammer kommt da zum Einsatz. Er ist wirklich ganz sanft. Der streichelt euch, wenn ihr müde seid. Und? Wie war's das? Und? Gott. Dann war's das mit euch. Darius, wo ist er da drüben? Ja, Rauch und Wut. Eine schöne Wildsau. Hallo, Säulein. Mann, immer überall das Gemetzel. Metzel, Metzel, Metzel. Was ist denn mit euch hier? Das wird mir alles zu viel. Hä? Habt ihr Glück, dass ich gerade auf dem Weg bin? Nee, das überlebe ich natürlich nicht. So, was machst du denn hier? Hat er auch ein bisschen gekämpft, hä? Wo ist Amorgis? Die Minen! Aber ihr werdet nie durch seine Verteidigung kommen! Mhm. Ich auf jeden Fall finde ich einen Weg hinein, aber am liebsten zerschmetter ich seine Verteidigung. Ich zerschmettere seine Verteidigung und dann töte ich ihn! Ihr seid verrückt! Alle beide! Du wirst Amorgis sagen, dass die Adlerfrau, die Wahrerin der griechischen Welt, hier vor seiner Tür steht. Sag ihm, ich komme. Seinetwegen. Wegen Elpidios. Und ich klopfe nicht an! Geh, ich kümmere mich um die Ordenswachen. Ich muss zu den Minen. Die haben unseren Feldherrn. Und auf dem Weg schalte ich so viele wie möglich aus. Die haben leider unseren Feldherrn erledigt. Nee, komm, nicht die Kloake. Lass uns erstmal gucken, was hier noch so abgeht. Aber hier ist ja gar nichts los. Also dann. Die Andania-Minen, wo sind denn die? Die Ach, gleich hier vorne? Na gut, das ist natürlich schick. Was ist? Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Ach Quatsch, hier merkt niemand, dass ich komme. Niemand merkt das. Nee, will ich doch nicht. Ich will hier rein. Und schon sind wir in den Minen drin. Und dann lass uns mal einen Blick. Du kannst dich nicht verstecken, Amorgis. Nee. Das geht nun wirklich nicht. Ein bisschen Licht. Ja, das stimmt. Ah, nein, ich brenne. Oh. Es ist wirklich ein wenig still hier. Okay, ein schöner Schatz. Bogen des Eros. 50% Chance. Komm raus, Amorgis, dein ja, pst. Ich muss jetzt erstmal den Bogen angucken, ne? Den Bogen des Eros. Da oben ist er.
Kram, ein bisschen was verkaufen hier. Zeig mal her. 25 Jäger, 30 Adrenalin, 50 Punzschang. Spezialpfeile nicht zu verbrauchen. Naja. Wir nutzen keine Spezialpfeile. Man erwartet dich!